Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Ich versuche jetzt hier mal irgendwie ganz sanft runterzukommen, ohne dass ich halt... Oh nein! Ach, jetzt lade ich nochmal. Das wird so blöd, jetzt den ganzen Weg nochmal zurückzugehen. Geil. Ja, ich wollte halt irgendwie da reingehen in, oder auf dieses Podest, auf diese Ruine kommen, ohne dass ich halt abstürze oder so tief falle, dass ich halt Schaden nehme. Deswegen, ja, ja. Wir probieren es direkt nochmal. Moment. Nutzen wir mal hier die Gelegenheit, eventuell. Oh nein! Oh, scheiße, Mann. Oh! Also, es hat jetzt beides nicht geklappt. Das Vorsichtige, das nicht ganz so Vorsichtige. Ich könnte natürlich auch noch weiter in die Richtung gehen, weil das sah ja so aus, als wenn es einen Durchgang geben würde zu diesem Platz. Ist natürlich merkwürdig, dass da weder ein Quest ist, noch unentdeckter Ort. Das ist alles sehr komisch. So, wir gehen mal einfach noch einen Tick weiter rüber. Vielleicht gibt es da irgendwie... Oh, Drachen. Oder halt was ähnliches. Wyvern. Ach, die beschützen das hier. Mal gucken, ob ich stark genug bin für zwei auf einmal. Auftrag, Phantom der Handelsroute. Zerstöre das Wyvernnest. 0 von 2. Okay, ich habe keine Ahnung, was das für ein Auftrag ist. Ach so, wahrscheinlich ein Hexerauftrag. Ja, dann machen wir das erstmal. Level 21. Also eine alleine würde ich schaffen, aber zwei. Ein Drakonidennest. Ich muss es zerstören. Den haben wir gleich. Ich würde jetzt eigentlich mich gerne heilen, bevor ich den anderen mache, aber das Problem ist, ich glaube, wenn ich das mache, also meditiere, dann wird dieses Monsternest da einen neuen Wyvern ausspucken, da habe ich keinen Bock drauf. So, zerstören wir das erstmal. Speichern. Und jetzt können wir eine Stunde meditieren. Direkt neben einem Wyvern meditiert. Das ist nochmal geil. Aber jetzt gegen eine alleine, das sollte kein Problem werden. Vor allem, wenn es so läuft und er sich nicht mehr bewegen kann. Okay, er haut erstmal ab. Oder eben auch nicht. Die scheinen echt Probleme mit ihrer Körpergröße zu haben, die Wyvern, weil... Ja, oh nein, es ist so eine Textur verschwunden. Oh, ich sehe noch ein ganz kleines Stück vom Flügel hier. Die haben die Leute nicht angegriffen. Hier muss sich irgendwo ein königlicher Wyvern verstecken. Da werden noch mehr schlüpfen. Ich muss die Nester zerstören. Fuck, ich komme jetzt nicht ran. Naja, sowas Wichtiges droppt der auch nicht, aber ist halt trotzdem schade. Oh, da ist die Höhle. Da kommen wir wahrscheinlich dann da unten raus. Ein Drakonidennest. Ich muss es zerstören. Also ist es doch eine Quest. Okay, es ist doch eine Quest. Naja, macht ja nichts. Hallo, Königsweaver. Oh, ich habe ihn sogar getroffen, aber nicht abgeschossen. Glaube ich zumindest. Okay, also wir machen gut Schaden, wie wir sehen. Also alles ist okay. Wahrscheinlich nicht so schwer. Ja, brennt. Sehr gut. Dann die Hälfte weg.
Und dann springt er auch noch neben mich. Ich habe mich gar nicht bewegt. Super einfach. Okay. Jetzt ist da auch halb eine Textur verschwunden. Der ist ja riesig. Wie heißt er nochmal? Königlicher Wyvern. So groß werden sie sonst nicht. Hat wohl viel gefressen. Von den Reisenden auf dieser Straße. Wie nennt man dich, Meister? Geralt von Riva. Geralt von Riva. Das ist doch mal eine Erzählung wert. Oha, meine Taten werden in Legenden weiterzählt. Sehr schön. Würde aber schon gern die Trophäe nehmen. Wo ist das jetzt? Die Trophäe. Oh wehe, der ist jetzt auch so in der Textur verschwunden, dass ich die Trophäe nicht nehmen kann. Ach doch, hier ist sie. Bannfluch. Er hat ein Schwert mitgehabt, der Wyvern. Hat er sich gefressen oder was? Da muss ich doch komplett die Gedärme aufgerubbt haben. Da denn los? Und Wyvern-Trophäe. Was ist denn hier los? Wann gibt's denn hier bei den Quests die ganze Zeit? Achso, weil er den Kopf abschneidet. Das hätten sie ruhig mal versuchen können zu zeigen. Aber auch krass, dass er mit so einem kleinen Messer hier den Kopf abschneidet. Und Spike ist plötzlich da. Das ist ein sehr merkwürdiges Quest. Na, wir schauen uns die Geschichten mal an hier. Was habe ich jetzt gemacht? Bannfluch. Ach, auch das ist schwächer. Auch das ist wieder ein Silberschwert. 9 Angriffspunkte weniger und auch die Sachen sind eher Rotz. Artzeichen, Quentzeichen. Okay, Chance auf Verbrennen und kritische Trefferpunkte ist gut, aber... Naja, was soll's. Und sonst war ja nichts Interessantes drin. Die Trophäe... Wyvern-Trophäe, 5% Bonuserfahrung bei Monstern und ich habe 10% Chance auf Verstümmeln. Ja, das ist mir eigentlich lieber. So. Ein wieder mal erfolgreiche Aufnahme. Waren die hier drin? Sind die gefangen? Geht's hier rein? Ja. Sehr merkwürdig. Eigentlich brauchen wir es gar nicht, schnell genug hier drin. So, und dann gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt von hier... zu diesem komischen Vorsprung kommen. Oh fuck, ich sehe nichts mehr. Scheint eine ziemlich große Höhle zu sein. Vielleicht lohnt es sich doch, hier mal Katze zu nehmen. Als ich das letzte Mal gemacht habe, hat es sich überhaupt nicht gelohnt. Ja, jetzt kommen wir auf Garantie hier unten raus. Hier unten raus? Hallo, hör auf zu rollen. Genau, genau, genau. Gut, dass wir keine Katze genommen haben. Ist hier noch irgendwas? Ne. Da drüben ist sie. Von hier aus sieht man komischerweise aber den Nebel nicht. Was ist denn da los? Warum sieht man denn den Nebel dieser Nebelinsel erst, wenn man da drauf ist? Egal. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass diese Nebelinsel bei den ganzen Bäumen, die da drauf sind, mal mit dem Festland komplett verbunden war. Und jetzt einfach der Wasserstand so hoch ist von dem See, dass die überflutet wurde zur Hälfte oder zum Teil. Irgendein alter Altar wird das hier sein, denke ich. Aber hier geht doch sonst niemand hin, oder? Wir schauen uns das mal an, aber ich werde wohl nichts mitnehmen, einfach weil das ja Opfergaben sind und sowas mache ich nicht. Opfergaben mitnehmen. Ich will nur wissen, was es ist. Ah. Das sind auch keine wirklich geilen Sachen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein mega krasses Schwert gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht nochmal schwach werden können, aber so ist es ziemlich einfach. Wen beten sie denn hier an? Irgendwelche kaputten Statuen, wie es aussieht. Und hier ging es eventuell mal noch weiter. Vielleicht... ist das bei der drüben sehen, wo wir ja beim letzten Mal drauf standen. Vielleicht war das mit dem Teil hier verbunden, aber wir sehen, ist es hier anscheinend ziemlich sandiges Gestein und es könnte ja alles abgerutscht sein ins Meer, weil es scheint ja auch schon Jahre alt zu sein, also schon vielleicht Jahrhunderte. Warum ist es hier so schwarz? Sieht aus wie... ja, als wenn da ein Schatten wäre, aber hier ist da nichts. Vielleicht, als, oder als wenn es nass wäre oder so, oder wenn das gebrannt hätte. Komisch. Gut, der Ort ist ja, sieht ganz cool aus und so ein bisschen geheimnisvoll, aber ist echt langweiliger als gedacht.
Aber dadurch haben wir jetzt direkt mal nebenbei wieder ein Quest abgeschlossen. Das ist auch nicht schlecht. Und dann schauen wir mal, wo der andere Weg hinging. Halt. Die Höhle war ja etwas weitläufiger. Hier haben wir noch eine Leiche. Tabakspfeife brauchen wir aber nicht. Kennen wir schon. Moment, waren jetzt in beiden? Waren jetzt im Sack und in der Kiste das gleiche? Nee. Aber das hier scheint mir keine Opfergaben zu sein. Das nehme ich das Fell mal mit. Wer weiß, welchen Banditen das gehört. Oh, hier ist auch noch was. Salmianische Brigantine. Das klingt ja schon deutlich interessanter. Ach, auch schlechter. Rüstung minus 9. Plus 120 Vitalität. 15 Durchbohrungsschaden. Zerschmetternresistenz. Gucken, wie das aussieht. Na, leg's an. Ah, dieses Braun ist aber auch nicht gerade hübsch. Puh, ich glaube, das passt nicht so richtig zur Hose, da ist mir das ja fast lieber. Aber generell, ich bin mit dem Kleidungsstil in dem Spiel nicht so zufrieden, muss ich zugeben. Das weiß ich nicht. Es ist einfach nicht so mein Stil. Also ist jetzt nicht mega schlimm, dass ich sage, das ist kacke hässlich. Aber ist einfach nicht so mein Stil. Gehen wir mal in die Richtung. Noch weiter nach unten. Scheint ziemlich tief in den Berg reinzugehen, wie es aussieht. Bisher nur Pilze. Darf ich da runter oder sterbe ich jetzt gleich? Ich darf da runter. Hier wachsen Pilze und irgendjemand ist wahrscheinlich gestorben, als er hier runtergefallen ist. Ein Apfel. Na, da kann ja noch nicht so lange hier unten liegen, sonst wäre er ja schon verfault. Will ich aber logischerweise auf die andere Seite hoch. Lass doch mal die Fackel draußen. Noch tiefer. Was ist denn hier los? Ich hätte echt Katze nehmen sollen. Ich nehme jetzt Katze, das geht mir einfach so auf den Sack gerade. Habe ich Katze ausgewählt? Nee. Jedes Mal geht die Fackel, also wenn man nach oben oder nach unten geht und Schnie und Schna und Schnu. Set. So, dann brauchen wir den ganzen Dreck nämlich nicht mehr. Ich will mich doch einfach nur mal in Ruhe hier umgucken, ey. Also von da sind wir gekommen, oder? Ja, jetzt ergibt es auch alles Sinn, jetzt erkenne ich ja viel mehr. Logischerweise. Ja, hier ist schon wieder ein Ausgang und es ist zu hell und Katze ist der Kacke, aber... Wo kommen wir denn da jetzt raus? Oh, meine Augen tun weh, meine Augen tun weh, meine Augen tun weh. Wo sind wir denn jetzt? Waren wir hier schon mal? Ne, ich glaube nicht. Müssen dann dahin zurück, um den Auftrag auszuführen, also abzuschließen. Autsch, autsch, autsch. Ach, und Katze hält es auch noch so lange. Ich glaube, vorher hat Katze nicht ganz so lange gehalten, oder? Ich weiß gerade gar nicht, ob wir das schon verbessert haben. Noch ein Ausgang. Also das ist auf jeden Fall die Höhle mit den meisten Ein- und Ausgängen. Wo sind wir jetzt? Interessant. Okay, nur ein paar Meter weiter weg. Logischerweise. Ich überlege gerade, ob es überhaupt Sinn macht, nochmal reinzugehen. War da jetzt noch irgendwas Krasses, was ich noch nicht angeguckt habe? Ich glaube fast nicht, weil dann könnten wir ja einfach direkt dahin jetzt reiten. Ich glaube, wir haben uns jetzt die Höhle angeschaut. Die ist echt riesengroß. Ist auch von der Höhe her. Also wenn ich was übersehen habe, dann vielleicht ein, zwei Kisten oder sowas, aber egal.
Ja, jetzt darf ich meinen weißen Honig wieder nehmen, weil ich habe auch keinen Bock, jetzt so rumzulaufen. Komm, Spike. Der kommt natürlich wieder. Ja. Komm mal ganz runter. Ist halt eher so eine Bergziege, unser Spike. Hey, ja! An den Auftrag konnte ich mich gar nicht mehr erinnern und ich verstehe vor allem nicht, warum ich den damals nicht angefangen habe. Oder habe ich den schon mal versucht und bin gescheitert, weil die Gegner noch zu stark waren? Ich weiß gar nicht mehr. Egal, jetzt haben wir ihn ja geschafft, holen uns unsere Belohnung ab und dann hatte ich vor, erstmal Schwerter und Knödel zu machen. Ist zwar immer noch ziemlich hoch mit Level 24. Beweg dich! Und die Gegner waren echt stark, aber ich hoffe mal, dass ich die jetzt platt machen kann. Sei gegrüßt. Ich habe eure Freunde gefunden. Ja, ich habe mit ihnen gesprochen. Verdammter Jammer, dass Tomil es nicht geschafft hat. Hier, nimm dies. Danke. Mach's gut. Unspektakuläres Ende für einen doch anstrengender Kampf, vielleicht nicht, aber doch großer Kampf gegen 30 Monster. 200 Erfahrungspunkte, vielen Dank. 192 Kronen, vielen Dank. Aber wir müssen jetzt mal in Richtung. Genau. Jetzt ist nur die Frage, wo. Naja, wir wählen erstmal das Quest aus, glaube ich. Das macht mehr Sinn. Damit wir sehen, wo wir genau hin müssen. Und jetzt müssen wir darüber. Also gehen wir nämlich direkt mal hier hin. Aber ich glaube, wir müssen dann wieder warten, bis es nachts ist, weil ich dachte, wir können den Auftrag nur nachts annehmen. Beziehungsweise nicht annehmen, sondern ausführen. Das waren ja ein paar Kämpfer vom Hacker, also ein paar recht gut ausgerüstete Zwerge. Ich weiß halt nicht, welches Level ich war, als ich das erste Mal probiert habe. Aber es weiß ich nicht, vielleicht 3 Level tiefer oder so. Aber ich habe jetzt natürlich auch größere Schwerter und sowas. Die nach Einbruch der Dunkelheit hin. So, das, die Aufnahme ist zwar fast vorbei, aber. Du Scheiß. Schon gut. Hör auf damit. Ich will jetzt trotzdem wissen, was. Ob ich das schaffe oder nicht. Aber wenn ich es nicht schaffe, wäre es echt ärgerlich. Speichern nochmal. Was willst du, Lampante? Mein Papa hat auch blaue Haare. Herr Tori, wo geht denn der hin? Idiot! Das ist doch nur nach Einbruch der Dunkelheit. Okay. Warten mal noch ein, zwei Stunden. Reicht das jetzt? Ja. Hallo. Das ist der Ort? Hallo, Hexer. Er ist in der Nähe. Bereit? Aufgrund der Tatsache, dass es so ewig her ist, wo ich dieses Quest schon mal probiert habe, werde ich jetzt auch dieses Reden oder die Gespräche werde ich jetzt auch durchlaufen lassen, damit diejenigen, die erst später eingestiegen sind ins Let's Play, das mitbekommen. Geh voraus. Wunderbar. Komm. Also nicht wundern, dass ich jetzt das nicht wegdrücke. Normalerweise, wenn ich einen Quest nochmal mache oder nochmal die Gespräche anhöre, drücke ich es ja weg, aber ich denke. Der Mann vom Bettlerkönig. Man nennt ihn Blechbursch. Was weißt du über ihn? Nicht viel. Wird schnell wütend, also Vorsicht. Wir brauchen ihn dringender als er uns. Du solltest alleine kommen, Elf. Wer ist das? Ein besorgter Freund. Oh, na. Also pass auf. Der Boss mag mit Hacker zerstritten sein, aber vor allem muss die Kasse stimmen. Unser Angebot ist nicht verhandelbar. Überrasch uns. Zuverlässiger Eisennachschub gegen die Hälfte der Einnahmen. Ja, ich weiß ja mittlerweile, worauf es hinausläuft, deswegen weiß ich natürlich, dass er bereit ist für Verhandlungen. 25. Wer bist du, dem Bettlerkönig irgendwelche Vorschriften zu machen? 35. Tiefer gehen wir nicht.
Ein Viertel ist unsere Grenze. Wir legen noch einen Ladenrabatt drauf. Du hast nicht alle Latten am Zaun. Nichts da. Los, Jungs. Gut, dann nicht. Geralt, was zum... Warte. Na gut. Verhandeln kannst du, besorgter Freund. Ein Viertel also und den Rabatt. Einverstanden. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir den Kampf schaffen. Oh, Blechbursche, du hast dir den Verstand weggesoffen. Das hier ist Hackers Territorium, du Schwanzhobler. Verdammt, wer ist das jetzt? Hackers! Ja, jetzt machen wir schon mal deutlich mehr Schaden. Die machen zwar auch Schaden, aber... Na komm schon. Nicht ganz so viel. Nicht gut. Kann ich das blocken? Nee. Moment, ich hab eine Idee. Au! Oh, was ist denn hier los? Ich mach erstmal den Typ klar, da geht mir aufs Sack. Okay, ist ein machbarer Kampf, aber wahrscheinlich stelle ich mich gerade zu blöd an. Ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt schaffe. Oh, zwei auf einmal, sehr nice. Vielleicht habe ich es doch vergessen. Au, das war aber auch ein geiler Move. Schnell weg! Hier lang! Geralt, schnell! Will ich speichern? Ja. Oh, die haben alle Essen mit. Da ich gerade eben Essen gebraucht habe für den Kampf, warum muss ich mich denn beeilen? Es kommt doch gar niemand. Ist doch alles okay, Freunde, ist doch alles okay. Fisch! Ah, die beiden sind also gestorben. Wo ist denn... Ich sag bloß, es ist schon wieder eine Textur drin. Wo ist es denn? Da oben? Ist er da oben gestorben? Ach, keine Ahnung. Na egal, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Wunderbar, dass wir das diesmal geschafft haben. Das heißt, das ist jetzt hoffentlich das Ende, also fast das Ende. Ich glaube, ich werde weiterkämpfen müssen. In diesem Sinne, Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis hoffentlich morgen. Tschüss.